Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die König von Deutschland Box von Echo Fresh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. König von Deutschland von Echo Fresh. Wir werden das Ganze mal aus der Plastikhülle befreien und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. So. Also, König von Deutschland, wir haben hier eine fast quadratische Box, eine sehr hohe Box und sie ist schwarz glänzend. Auf der Vorderseite sehen wir hier den Interpreten Echo Fresh auf einem dicken Lederstuhl, auf einem Ledersessel sitzen. Echo Fresh, König von Deutschland, hier ein weißer Schriftzug oben drüber. Echo hier mit Krone und Anzug. Sieht auf jeden Fall gut aus, meiner Meinung nach. Die Seiten sind ebenfalls glatt schwarz. Echo Fresh, König von Deutschland. Hier nochmal der Schriftzug. Oberseite auch wieder glatt schwarz. Und auf der linken Seite auch wieder der Schriftzug Echo Fresh, König von Deutschland. Auf der Rückseite lesen wir nochmal Echo Fresh, König von Deutschland und den Boxinhalt. König von Deutschland zwei CDs, nämlich einmal das Album, einmal die Instrumentals. Bonusalbum, auch wieder zwei CDs, einmal das Bonusalbum Egg Valley 2 und Egg to the Roots 2, Sony Kopfhörer, MDR V150, Poster und Sticker. Das Ganze erschienen über German Dream Empire, das Label von Echo, und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Alles klar, dann schauen wir mal in die Box hinein. Innen weiß. Und als erstes kommt uns mal das Poster entgegen. Dann haben wir die Kopfhörer, einen Sticker und zwei Alben. So sieht die leere Box von innen aus, komplett weiß. Wieder zumachen. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Relativ unüblich, das Ganze ist nicht eingeschweißt. So sieht das Ganze aus. Echo Fresh, König von Deutschland, also das Cover genau dasselbe wie auch schon auf der Box. Und auf der Rückseite haben wir 18 Tracks aufgelistet. Wir haben jede Menge Features. Wir haben Features von Ferris, also Ferris MC, Bushido, Hassan K., Gringo, Farid Bang, Kollega, Dima, Khalid Bunua, Nedim Hassar, Culture Candela, Semi, Frauenarzt und Silk the Shocker, okay, kenne ich jetzt nicht, Olexesh, Massiv, Sierra Kid, DCV DNS und Fend oder Feind. 257ers, Kida Ramadan, Frederik Lau, Sido, Elias Mbarek, Vesel, Sami Nasser, Motrip und Sebastian Krumbiegel. Also jede Menge Features. Von diesen 18 Tracks sind meine Favoriten nach den ersten beiden Mal durchhören. Intro fand ich richtig gut, sowohl vom Beat als auch vom Text her. Dann der Track mit Motrip und Sebastian Krumbiegel, Was ist mit der Welt passiert? Das ist ein deeper Track, so ein Track zur Lage der Welt, zur Weltpolitik etc. Und Mach mal keine Filme, alleine schon wegen den Features, absoluter Lieblingstrack. Also Kida Ramadan, Vesel und Frederik Lau und Sami Nasser, das sind ja die mehr oder weniger Hauptrollen in vier Blocks. Also Freddy, Kida und Vesel auf jeden Fall. Sami Nasser ist jetzt vielleicht nicht so viel ein Begriff, der ist auch einer
der engeren, der Familie, also der gehört zum engsten Kreis von der Familie und ist da auch in vielen Szenen, also ist neben Toni und neben Veysel, also einer der Hauptakteure der Familie. Elias Mbarek, ja, keine Ahnung, wie der es da reingeschafft hat, der gehört ja nicht zu diesem 4-Blocks-Cast, aber einfach als Schauspieler und weil er eben schon längere Zeit mit Echo gut ist. Und Sido, ja, einfach um die Rapper ein bisschen zu vertreten in diesem Track. Ja, das sind meine drei Favoriten auf dem Album. Dann schauen wir mal hinein. Ups. Und als erstes schauen wir uns mal das Booklet an. Ist immer so eine Sache, das hier rauszubekommen. Es ist immer eine Arbeit. So, aber jetzt. Also, Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier, wie so oft, die Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Und dann hier noch Aufnahmen. Jawohl, also Echo. Ja, sieht hier echt aus wie ein Anwärter auf ein politisches Amt. Wie so eine Wahlkampfbroschüre. König von Deutschland. Weitere Tracks und weitere Aufnahmen vom Rednerpult. Erhobene Faust, ein starker Anführer. Okay. Ja, also hier nochmal die Credits bzw. Infos zum Album. Tramm & Dream Empire. Alles klar. Die CD Nummer 1, nämlich die Album-CD, sieht folgendermaßen aus: schwarz und weiß. Rückseite Standard Silber. Und dann haben wir natürlich auch noch eine zweite CD mit den Instrumentals. Ebenfalls wie die Standard-CD designt, nur eben hier mit dem Zusatz Instrumentals in Rot. Und die CD ebenfalls in Silber gehalten. Und hier hinten lesen wir nochmal Echo Fresh, König von Deutschland. So, dann haben wir eine zweite Hülle. Und zwar keine einfache Papphülle oder irgendein ja, Pappcase, sondern wir haben hier wirklich wieder eine richtige CD-Hülle, also ein normales Jewel-Case. Echo Fresh, Echo Valley 2 lesen wir hier. Hier noch der Verbraucherhinweis. Und auf der Rückseite sehen wir schon die Tracklist zu beiden Bonusalben, nämlich einmal Echo Valley 2 und einmal Echo to the Roots. Und auch hier haben wir wieder unendlich viele Features. Ich werde dies jetzt nicht im Detail vorlesen, sondern hier einfach mal kurz für euch herzeigen. Also einmal hier 8 Tracks Echo Valley 2 und dann hier nochmals 8 Tracks Echo to the Roots 2. Jede Menge Features, wie gesagt. Und das Ganze ist so gestaltet, dass wir hier im Booklet das Wendecover haben. Bedeutet, nachdem das ja zwei Alben beinhaltet, müssen wir nur kurz für das Booklet rauskommen, haben wir hier einmal das Cover Echo Valley 2 und auf der Rückseite Echo to the Roots 2. Also hier Echo als Team einer, ja, mit Basketballteam. Das dürfte echt ein Originalfoto sein, alle anderen unkenntlich gemacht, aber er hier mit der Nummer 10 ist erkennbar. Kann sich natürlich dann entscheiden, welches man lieber als Cover reinmachen möchte. Ich werde jetzt mal bei Echo Valley 2 belassen. Dann haben wir hier auch wieder die Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Dann hier noch eine Aufnahme von Echo mit Anglerhut. Und dann hier die Tracks von Album Nummer 2, nämlich Echo to the Roots 2. Alles klar. Wie gesagt, das Cover lassen wir jetzt mal drin. Und dann haben wir natürlich auch noch die zwei CDs. Und zwar Echo Valley 2, hier mit Panzer und Raben und Totenkopf, Feuer, alles Mögliche. Sehr schön. Also vom Design her so ein bisschen, ich sag mal, trashig. Echo Fresh, Echo to the Roots,
wieder dieses Basketballteam. So sieht das Ganze aus. Und auch hier wieder auf der Rückseite German Dream Empire mit dem Boxer inklusive Zigarre. Gut, dann haben wir einen Sticker hier im Querformat Ecofresh, König von Deutschland in Schwarz und Weiß. Ein Poster, einseitig bedruckt. So sieht das Ganze aus. Also Ecofresh hier wieder am Rednerpult mit Krone auf dem Kopf und Westside-Zeichen. Sehr schön. Und als letzten Boxbestandteil haben wir dann noch die Kopfhörer. Ich werde euch jetzt nur mal kurz ersparen, wie ich das Ganze aufschneide, aufreiße. Deswegen mache ich an dieser Stelle kurz einen Schnitt und melde mich gleich wieder zurück, wenn die Kopfhörer aus der Verpackung sind. So, und das sind die Kopfhörer jetzt aus der Verpackung. Wir haben hier noch den Hinweis bzw. die Info, was wir hier haben, und zwar Stereo-Kopfhörer. Kopfhörer für Ton mit Hören und DJ, umkehrbares Ohrschalendesign für leichtes einseitiges Mithören, Stereo Unimatch Stecker zur Verwendung mit verschiedenen Audiogeräten. Alles klar. Das ist die Info. Dann haben wir hier natürlich noch eine Gebrauchsanleitung zum Hinweis. Werde ich jetzt euch jetzt ersparen. Ich glaube nicht, dass man die braucht. Ist ja ziemlich selbsterklärend, das Produkt. Was mir noch auffällt, das Kabel ist echt ziemlich lang, gefällt mir gut. Gab es schon viele Rapper, die solche Kopfhörer reingemacht haben, allerdings keine, wie soll ich sagen, richtigen Markenkopfhörer. Das waren dann meistens relativ einfach gestaltete. Jetzt haben wir es hier zu tun mit einem Sony-Kopfhörer, den wahrscheinlich Echo entsprechend von seinem Label von Sony irgendwie organisiert hat. Und so sieht das Ganze aus, also in Weiß gehalten das Ganze. Studio Monitor lesen wir hier. Das Ganze natürlich größenverstellbar und das Kabel entsprechend lange gewählt. Jetzt schauen wir mal kurz, wie sich das Ganze anfühlt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, die liegen angenehm an, kann man gut tragen und speziell jetzt für zu Hause am Computer oder so, kann man mit denen, glaube ich, gut Musik hören. Alles klar. Zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Kopfhörer von Sony. Das einseitig bedruckte Poster König von Deutschland. Der Sticker. Das Doppelalbum Ecke Valley 2 bzw. Egg to the Roots 2. Und das Album König von Deutschland inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box König von Deutschland von Ecofresh. Mich würde natürlich wie immer interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. von der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ecofresh unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.